Oh, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lino, und endlich ist es soweit, Solo-Abenteuer. Heute ist der 17.09.2019. Ich habe gerade schon eine Druiden-Episode aufgenommen in Wild, für die es interessiert. Mit dem Renozord-Druid habe ich es nochmal ein bisschen versucht. Feuer, Wahnsinn, Murlocs. Rafam hat die Plagen von Uldum entfesselt und nur wir können ihn aufhalten. Forscher, versammelt euch! Ich habe Augenzeugenberichte abgeglichen, um den Ursprung der Plagen zu triangulieren. Wir packen jede einzeln an der Wurzel. Eine Murloc-Plage strömt aus dieser verfallenen Stadt. Das müssen wir untersuchen. Darauf haben wir uns alle vorbereitet. Wir vier sind stärker und flexibler als je zuvor. Ja, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Wir fangen natürlich vorne an. Magier, Schurke, interessant. Murlocs überall. Mir meinen Hut, Finley. Ich Sir Finley, reicht mir meine Peitsche. Das ist meine Chance auf ein paar Schätze. Okay. Halt einem Diener. Plus 2, plus 2. Und Zauberschaden 2. Ein bisschen üben und sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Hero Power. Erstmal die Startausrüstung. Und den Rest plündere ich mir in der Wüste zusammen. Und Deck. Ja, am Anfang kann man ja leider noch nicht so viel wählen. Na dann, frisch ans Werk. Immer einer nach dem anderen. Aber da bin ich mal gespannt. Magier und Schurke war das, ne? Reno Jackson. Übel, hä? Ich hasse die Typen. What? Das Ding ist wie ein magischer Magierhut. Der macht. Wow. Thank you.
Interessant. Der Sieg ist mein! Schaut euch diese bildschöne Beute an. Was soll ich nehmen? Wählt einen Schatz, passiv. Nachdem ihr einen legendären Diener ausgespielt habt, ruft ihr eine Kopie davon herbei. Ja. Klingt nicht schlecht. Passiv, feindliche Diener haben minus ein Angriff. Passiv, nachdem ihr einen Zauber gezogen habt, werden seine Kosten in diesem Zug auf 0 verringert. Boah, ist auch nicht schlecht, ne? Aber da muss ich mich so auf Zauber konzentrieren. Naja, gut, hier auf legendär. Ne? Auf jeden Fall mal was anderes. Ich glaube, ich nehme das. Und Poker. Ich habe ein paar neue Tricks auf Lager. Magische Tricks. Poker auf legendäre. Hat aber leider nicht funktioniert. Keine legendäre dabei. Dann nehme ich Zauberfreunde. Spinn ich? Oder werden die immer hartnäckiger, je weiter wir kommen? Schauen wir mal. Reno gegen Armabar. Feuermagier, Vielleicht kann ich euch ein paar Tricks zeigen. Rückt ein bisschen näher ans Feuer, Forscher. Ich zieh meinen Hut vor. Vorsicht, wer zu viel schwatzt, verbrennt sich leicht den Mund. Oh boy. Wenn wir nicht gestorben sind. Feuer frei. Bang, bang. Bang, bang. War das gerade eine Rammstein-Anspielung? Ziemlich geil. Hier geht's bald heiß her. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Das war's. Ich diene dem Feuer. Der weiß, wie es läuft. Nein. Ja. It's happening, guys. Kann ihn nicht wirklich schützen, leider. Aber egal, nächsten Turn kann ich immerhin das mit der kombinieren und mit zwei Zaubern. Das ist ja schon mal was. Ich diene dem Feuer. Ah, legendäre. Aber bringt mir das was, wenn ich die zweimal beschwöre? Ich glaube nicht. Nicht sonderlich. Nehme ich lieber Geheimnisse. Der nächste ist
Fuschelpflugs. Verseuchte Meute, verleiht einem Diener Todesröcheln, fügt dem feindlichen Helden sein. Okay. Das ist hart, guys. Reno gegen Fuschelpflugs. Ich habe eine Schwäche für Flüche. Wollt ihr mal sehen? Übel, hä? Ich hasse die Typen. Ich zieh meinen Hut vor euch. Ich kann euch nicht hören bei meinem ganzen Rumgefluche. Zauberwunden können wir auch, das will ich auch. Treibt es aus. Ich hätte das mit den Zaubern nehmen sollen als Schatz. Aber ich muss jetzt Beste draus machen. It is so, guys. Zauber, das wird ein Schatz. Und wenn sie nicht gestorben sind. Gesucht, tot oder lebendig. Eines Tages sein wie ihr. Die Wissenschaft ist überwältigend. Macht sie weg! Ihr könntet ein leichtes Unwohlsein verspüren. Nehmen wir mal das. So, Spielbeginn. Zieht diese Karte, flüchtet ins Wirtshaus und entfernt diese Karte aus eurem Abenteuerdeck. Ruhestein. Oh. T.
Zwillingszauber Ordina haben diesen Zug Winzer und sind immun. Wird die Heldenfähigkeit des Bosses. Den Rest des Beutezugs. Finde ich alles nicht so cool, ehrlich gesagt. Dann nehme ich das Windzorn im Moon in einem Zug, keine Ahnung. Ja, wieder keine legendären. Ah, dann nehme ich Geheimnisse. Aha, ein kleines Wirtshaus. Hier kann ich Helfer rekrutieren. Wirtshaus ist gut. Wirtshaus ist gut. Ist das für eine Raststätte? Ich hoffe, das ist keine Fata Morgana. Heißt zwar verlorene Stadt, aber hey, ihr habt mich gefunden. Das ist natürlich auch nice, ne? Von der Geschichte kann man was lernen. Gedacht da draußen. Gefahren. Reno gegen Tank. Hey, schicker Mann, hast du schickes Zeugs? Hey, Finger weg von meinen Taschen. Zählt eine Karte aus dem Deck des Gegners, haltet sie auf die Hand. Okay. Hammerhart. Praktisch für meine Klausachen. Komm mir vor wie mit Maligos Deck. Die macht Unruhe bei dir. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr.
Nein! Nur meine Seele gekostet. War gar nicht so schlau, hätte ich mit dem spielen können. Aber ich wollte, dass der sich dupliziert. Ja, das wollte ich. Nicht cool. Sehe ich, was er mir geklaut hat? Nee, ne? Dankeschön. Und schon habe ich meine Infinite Combo. Weil der beschwört den nächsten durch den, etc. etc. Und dann geht's ab. Ah, vielleicht ist es auch schon zu spät. Echo Fresh, die. Das ist natürlich nice.
damit! Eine unglaubliche Beute! Zauberkünstler, boah, noch mehr Zauberlehrlinge. Oder Heldenfähigkeit, da ist eine Legendäre dabei. Ja, macht ja in dem Fall wirklich mehr Sinn. Senkloch. Heldenfähigkeit. Mischt eine Sandfalle in das Deck eures Gegners, die beim Ziehen kann. Stimmt. Okay. Übel, übel. Reno gegen ein Senkloch. Was auch passiert, lasst mich den Schatz versinken. Wackelnde Erde. Ach du meine Güte. Oh oh. Der ballert so viele Sanddinger in mein Deck. Boah, gleich ziehe ich die alle hintereinander und habe keine Karten mehr. Oder irgendwie sowas. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ich bin zu viel für euch. Bienen! Gesucht! Tod oder Leben! Euch blass ich weg! Yes.
Nein! Eines Tages. Ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch den Antonidas. Dann habe ich den perfekten Exodia Reno. Wählt einen Schatz. So, Elixier der Energie, das kenne ich. Den ich ausgespielt habe. Mischt ihr 2 Kopien davon in euer Deck. Passiv, spielt zu Beginn des Spiels 3 zufällige Geheimnisse. Ende des Zuges 2. Ja, die kennt man ja, die Schätze aus den anderen Abenteuern. Boah, das ist echt schwer. Kann all in gehen hier. Ob das so klug ist. Kann ich natürlich richtig nice snowballen, wenn ich dann irgendwie die ganze Zeit den hier für 1 reinkopiere oder so. Oder ganz viele Flammenschürer. Aber in der Realität nehme ich die Secrets. Mischen und ziehen. Geheimnisse. Antonidas! Zauberfreunde! Aha, ein kleines Wirtshaus. Hier kann ich Helfer rekrutieren. Das ist ja krass, ey. Gerade noch von gesprochen. Jetzt fehlt nur noch Antonidas für den perfekten Exodia. Eine Raststätte? Ich hoffe, das ist keine Fata Morgana. Wow. Sie heißt zwar verlorene Stadt, aber hey, ihr habt mich gefunden. Wählt einen befreundeten Diener. Entdeckt einen Diener, der den gewählten Diener in eurem Abenteuerdeck ersetzt. Oh ne. Wählt einen befreundeten Diener, fügt 3 neue Kopien von eurem Abenteuerdeck hinzu. Irgendwann gehen wir zurück nach Dalaran. Entdeckt einen Zauber. Wählt einen befreundeten Diener, fügt 3 Kopien. Wenn das mal keine ansehnliche Truppe ist. Mhm. Das ist schwer. Weiß ich nicht, ob das so gut war, aber gucken wir mal.
Der nächste, 6 von 8, der alte Tomba. Kopiert eine Handkarte des Gegners und erhaltet sie auf die Hand. Okay. Reno gegen den alten Tomba. Wir werden reich sein und die Welt retten. Hey, ihr saht hier alle Schätze ab. Sagt mal nicht so geizig. Boah, Murlocs ohne Ende. Uns entkommt hier nicht. Ahoi, ihr Knatsche! Oh boy. Braucht ihr was? Hey, gute Tickets sind nicht billig. Ja, ich hätte mich nicht so sehr von der Heldenfähigkeit irritieren lassen sollen. Jetzt schön Zauberlehrling für null, wäre besser gewesen. Aber egal. Ich lasse mich davon jetzt überhaupt nicht irritieren. Windzorn immun ist doch auch nicht schlecht jetzt. Hm, ja. Aber doch schön. Tages. Keiner außer mir plündert hier. Von den Dingern hat man nie genug. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, warum nicht? Ich habe ja noch mehr, ne? Oder? Wobei, brauche ich die überhaupt dann? Okay, das ist nicht. Okay, auch nicht. Nee, es war gar nicht so schlau. Fällt mir gerade auf. Ah, egal. Hauptsache es reicht, ne? Win ist Win, Hauptsache es reicht. Boah, hab ich ein Glück, ey. Boah, hab ich ein Glück. Wahnsinn. Wahnsinnsglück. Glück. Wahnsinniges Glück.
Ja. Trotz kleinerer Missplays super easy und hat sich nach hinten raus als gut bewährt, sagen wir es mal so. Diese Stadt gehört uns. Wählt eure Beute. Elemente. Zauberfreunde. Oder Geheimnisse. Ich nehme die Zauberfreunde, komm. Ich habe so viele Zauberfreunde genommen. Okay. Gewaltiger Wirbelsturm. Heldenfähigkeit. Jeder Spieler tauscht einen Diener aus seiner Hand gegen einen Diener aus seiner Seite. Ja, ist viel mit Diener-Tausch irgendwie, ne? Bei den ganzen Bossen. Klaut eine Karte von der Hand, tauscht das Deck, wie auch immer. Schon ganz nice. Wir werden reich sein und die Welt retten. Die Winde zürnen. Flieht, ihr Narren. So. Das war's. Ja, okay, ich hab eh zerstäubt. Winde verweht. Natürlich gut. Eine unglaubliche Entdeckung. Mal gucken, was jetzt passiert. Natürlich nicht gut. Schade. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gehofft, der kommt raus. Naja. Mir das schon eher vorgestellt. So habe ich mir das schon eher vorgestellt. Hört auf zu husten und zu pusten, aller Kriege. Zerschmettert sie. Aha.
tot oder lebendig. Ich hab's gefunden. In den Kampf. Alter Schwede. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Aha. Aha. In den Kampf. Aha. Genau so habe ich mir vorgestellt. Ich gehe jetzt nur noch Face mit den Zaubern, ne? Ist klar. Schick, schick. Reno Jackson wählt einen Schatz. Peitsche aus Kodo-Leder. Wenn euer Held einen Diener angreift und der Diener überlebt, erhaltet ihn danach auf die Hand. Entdeckt eine Karte und ihr erhaltet einen Mörderkristall für jeden Boss, den ihr in diesem Beutezug besiegt habt. Allen Dienern in eurem Deck plus 2 Angriff Todesfälle, dass diese Karte auf eure. Ich nehme dies. Barista Mel. Oh, das ist verlockend, ne? Das ist schwer. Aber ich nehme Zauberfreunde. Und der letzte. Das ist ein Plagenfürst. Einer der Urheber all dieser Schrecken. Urheber. Plagenfürst. Passive Heldenfähigkeit. Ihr seid immun. Verliert 3 Leben, nachdem ein Murloc gestorben ist. Der letzte Bossgeist. Schaffe ich es im ersten Durchlauf? Das ist jetzt hier die große Preisfrage. Aus euch mache ich Fischstäbchen. Leben. Elise, das Ding ist ein Berg. Wie sollen wir den klein kriegen? Bleibt konzentriert. Er regeneriert sich nicht. Also verursacht möglichst viel Schaden und später erledigen wir ihn. Mhm. Okay, ich habe als Geheimnisse Spiegelgestalt entrinnen und Frostklon. Alter,
Da habe ich ja jetzt schon die weltbesten Karten. Oh nein, giftig. Ja, giftig ändert natürlich alles. Der Damage-Buff leider auch. Weiter. Freit uns nur von den Schwachen. Murlocs kosten 1. Oh, Baby. But it's over now. Bam. Ja, Murloc-Parade kann ich auch ein bisschen raushängen lassen. Was macht das nochmal? Allen Dienern. Oh, der haut aber auch rein. Ich habe nicht genug Mana, ne? Das ist das Problem. Ich habe nicht genug Mana. Was mache ich denn jetzt? Ich will den kaputt machen. Am besten damit. Ja, dann kann ich sonst nichts tun. Und den würde ich auch ganz gerne loswerden, weil der holt immer dickere und mehr Dinger raus. Unsere Gestalt ist flüchtig. Ich kann auch das spielen. Hero Power auf den, dann sind auch die drei weg, ist auch nicht schlecht. So, mache ich Hero Power auf den. Dann habe ich schon mal 8 Damage weniger, plus die 2 Buffs weniger, ist eigentlich auch effektiv. Wenn man mal ehrlich ist. Dann gebe ich dem noch giftig. Falls er den wegtraden will. Krieg noch einen Murloc for free, den spiele ich auch noch, krieg noch einen Murloc for free und habe noch ein Duplizieren liegen. Ja, jetzt holt er natürlich auch aus. Ne? Das ist... Alter. Ja, was soll ich sagen? Der macht mich fertig. Der macht mich hardcore fertig. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich kann nichts tun. Ich kann gar nichts machen hier. Der macht mich einfach so kaputt. Einfach so. Hier, ich kann die schon mal auf seine Hand, wobei das alles zu spät ist. Ich kann die da kaputt machen. Oh, sonst kann ich nichts tun. Ja, GG. Das ist zu hart. Schade. Im ersten Run hat es nicht gereicht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich habe auch die falschen Schätze gewählt. Bosse. Wenn wir den Plagenfürsten jedes Mal etwas schwächen, werden wir letztlich triumphieren. Das Gegner, nachdem er einen angegriffen hat.
stehlt eine Handkarte des Gegners, nachdem... Okay. Wow, das ist ja extrem strong. Belohnung für Kapitel 1. 3 Packungen erhalten. Verlorene Stadt erkundet. Hat er jetzt weniger Leben? Erkunde die verlorene Stadt. Setzt die Murloc-Plage. Ein Haken. Murlocs überall. Jeder, der durch diese Wüste gewandert ist, wurde verrückt. Ich denke, sie ist der Ursprung der zweiten Plage. Das Grab des Kartut. Laut meiner Forschung wartet dort... ein Schatz! Der Tod, Reno. Es birgt die Plage des Todes. Wir müssen vorsichtig sein. Die Stadt war generationenlang verschollen. Riecht ihr auch die Schätze? Okay. Wie auch immer, ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war Uldum. Die verlorene Stadt. Der hat hier irgendwie noch am Leben verloren. Naja, ich mache direkt noch ein Episödchen für euch. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, seid wieder dabei. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.